Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal über den Part von einem Auslandsjahr reden, der vielleicht nicht ganz so geil ist, und zwar über die Kosten. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, falls ihr euch irgendwie schon ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigt, so ein Auslandsjahr ist halt relativ teuer. Was heißt relativ teuer? Es ist ziemlich ausschweineteuer. Entschuldigung für mein Wortlaut hier, aber es geht halt eigentlich echt teilweise nicht mehr klar. Es ist schon fast ein bisschen unverschämt, wie viel so ein Scheiß kostet. Ich wollte heute aber einfach mal so darüber reden, wie man das finanzieren kann, wie viel Kosten das so genau sind, wovon die Kosten abhängen und wie ihr vielleicht sogar noch ein bisschen sparen könnt. Und ich fange erstmal so an mit diesen grundlegenden Kosten oder halt so generell, was man halt irgendwie so, was halt so auf einen zukommt. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, so dieses generelle Programm, es kommt halt immer komplett aufs Land drauf an. Also wenn ihr halt so in die USA möchtet, so wie ich, dann müsst ihr halt so mit um die 10.000 Euro rechnen, was den Programmpreis angeht. Es kommt aber halt immer auch auf die Organisation an. Es gibt halt einige Organisationen, da kostet es nur so 8.000 bis 9.000 Euro, und dann gibt es halt auch einige Organisationen, die sind ein bisschen teurer, und da kostet es dann so bis zu 13.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist dann halt nur der Programmpreis. Also ihr habt noch kein Taschengeld, kein Essen, kein nichts. Also das ist halt nur so generell. Den Tipp, den ich euch da schon mal geben kann, ist einfach viel nach einer guten Organisation zu suchen. Aber macht es da halt auch nicht so wirklich auf den... Also, aber ich will jetzt auch nicht so tausendprozentig auf den Preis gucken, weil es kommt natürlich auch auf die Qualität der Organisation an. Und wenn jetzt irgendwie so eine komplett Kack-Organisation einfach nur 5.000 Euro kostet, so... Das bringt einem natürlich dann irgendwann auch nichts, wenn man dann so in einer scheiß Gastfamilie sitzt und die einem irgendwie nicht helfen können oder so. Oder nicht helfen wollen oder generell. Ich meine, das kann natürlich auch immer bei den großen Organisationen vorkommen, sag ich jetzt mal. Aber... Dann kommt es natürlich halt auch richtig aufs Land drauf an. Und ich würde euch da sagen, vielleicht träumt ihr so davon, so ja, schön nach Australien, an die Gold Coast, schön mit Schulwahl und so. Ich habe eine Freundin, die das gemacht hat. Und ich will nicht sagen, wie viel Geld sie ausgegeben hat, aber so 20.000 Euro sind da schnell weg. Und ich meine, wie sind 20.000 Euro? Dafür kann man ein halbes Haus kaufen. Also zumindest da, wo ich wohne. Und ich finde, das muss man sich halt manchmal auch so hervorrufen, wie viel Geld sowas einfach ist. Ich meine, 20.000 Euro... Wisst ihr, wie viel eure Eltern im Jahr verdienen? So, um das mal so hochzurechnen, ne? Deswegen kann ich euch empfehlen, falls eure Eltern jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut verdienen oder halt generell ihr einfach nicht so viel Geld dafür ausgeben wollt, dann würde ich mir vielleicht auch mal andere Länder angucken. So, ich meine, müssen es denn unbedingt die USA sein? Vielleicht kann so ein Auslandsjahr in Frankreich auch ganz interessant sein. Oder in Polen oder in Bulgarien oder wo auch immer. Ich meine, so... neue Leute kennenlernen und so kann man halt auch überall. Und falls ihr irgendwie so Angst habt wegen der Sprache und so, ich glaube, da kommt man eigentlich relativ schnell rein. Ich meine, wie cool ist es denn, wenn man einfach so nach einem Jahr einfach fließend Norwegisch sprechen kann? Ich meine, wäre halt schon ganz nice, ne? Deswegen seid halt einfach auch offen für so andere Möglichkeiten und jetzt nicht nur versteift euch so auf die USA oder auf Australien oder auf Kanada, denn das sind halt eigentlich so die teuersten Länder mit Großbritannien, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen seid doch einfach offen, vielleicht ist es auch eher so Südamerika oder so. Ich habe auch Freunde, die sind in Panama und Costa Rica und die finden es auch mega cool. Also, ja, seid einfach ein bisschen offen. Dann gibt es ja aber auch noch so Sachen wie Reisen in den Ländern. Also hier zum Beispiel in den USA macht AFS es so, dass man zum Beispiel für so eine Woche nach Kanada oder nach New York fliegen kann. Und ich meine, das ist halt schon mega cool, aber man muss halt auch bedenken, dass irgendwie so eine Reise schon mal so 1.000 bis 2.000 Euro kostet. Oder teilweise sogar noch mehr. Und ich meine, so viele Organisationen bieten halt auch diese Welcome Days in New York an. Und ich meine, vielleicht ist es bei eurer Organisation einfach schon so von vornherein mit drin, aber... viele Organisationen machen das, glaube ich, halt auch so, dass es nicht Pflicht ist, sondern so Auswahlmöglichkeit. Also, dass es halt so eine Auswahlmöglichkeit ist. Und falls das ist und ihr halt wirklich Geld sparen wollt, dann macht diese Auswahltage in New York nicht. Ich war am Anfang auch so ein bisschen traurig, dass ich die nicht hatte, aber jetzt im Endeffekt denke ich mir halt einfach so, ich würde halt viel lieber so später in ein paar Jahren einfach nochmal nach New York fliegen und dann vielleicht noch so mit ein paar Freunden oder so und dann halt einfach so New York so erkunden, wie ich das halt machen würde und nicht mit so einer Schülerreise. Weil man muss halt bedenken, natürlich ihr seid dann in New York und ihr trefft auch viele coole Leute bei eurer Organisation und so weiter, aber es ist halt alles organisiert und ihr seid halt so mit vielen Leuten da und es ist halt eher so wie so eine Schülerreise, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also die stopfen euch halt in Busse und ihr werdet dann halt überall hingefahren und könnt euch das angucken und Bilder machen und es ist halt mega cool, aber so, ich würde halt viel lieber dann mal nach New York und mir das halt so angucken, wie ich das halt gerne sehen würde. Und dann halt auch so dann dafür mein Geld ausgeben. Anstatt dass ich jetzt hier irgendwie so 5.000 Euro dafür ausgebe, dass ich nach New York komme. Und dann sehe ich halt eigentlich nur so ein paar Memorials und dann kann aber halt nicht so das machen, was ich halt wirklich machen möchte. Also ich bin halt so an diese Gruppe gebunden. Und deswegen möchte ich halt eigentlich so später irgendwann nochmal nach New York und mir das dann angucken. So,
wie ich halt New York mir angucken möchte, falls es irgendwelchen Sinn macht. Dann, was ich aber auch unbedingt bedenken würde bei den ganzen Preisen, ist halt, dass ein halbes Jahr manchmal überhaupt nicht weniger als ein ganzes kostet. Also teilweise gibt es halt irgendwie so ein halbes Jahr für 9.000 Euro und ein ganzes dann für 10.000. Das kommt natürlich auch wieder auf Organisation und das Land an. Aber ich würde das halt wirklich mal überlegen, also wenn ihr vielleicht vorhattet, ein halbes zu gehen und dann ein ganzes aber nur 1.000 Euro teurer ist, dann würde ich halt wirklich schon überlegen, ein ganzes zu gehen, weil wenn man das halt mal so hochrechnet, und ich meine, ein ganzes Jahr ist halt schon... ist halt schon nochmal 5 Monate mehr, die man halt Erfahrungen sammeln kann und in dem Land verbringen kann und so. Deswegen, wenn man halt dann diese 5 Monate extra nochmal macht, muss man halt dann aber auch bedenken, dass man nochmal das Doppelte an Taschengeld braucht. Und darüber möchte ich jetzt halt reden. Denn das Taschengeld hängt halt wirklich komplett von der Gastfamilie ab. Von dem Sport, den ihr macht, falls ihr irgendwelchen Sport macht. Von der Umgebung und natürlich auch von euch selbst. Also... mit der Gastfamilie meine ich das jetzt halt so. Also ich habe jetzt das große Glück sozusagen, dass ich jetzt halt eine Gastfamilie habe, die mir relativ viel bezahlt. Also so an Essen oder so. Ich muss halt niemand mein Essen selber bezahlen, sei denn ich gehe mit meinen Freunden oder so. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass wir irgendwie so in den Supermarkt gehen und ich dann irgendwie Essen oder so selber bezahlen muss. Es gibt aber halt auch Familien, die das halt so machen. Oder wenn ihr halt irgendwie essen geht, dass ihr dann euer Essen selber bezahlt. Und bei meiner Familie ist es halt so, dass sie halt immer für mich mitbezahlen, wofür ich ziemlich dankbar bin. Aber ich glaube, das ist bei AFS halt auch irgendwie so eine Regel. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Aber es gibt halt auch genug Familien, wo ihr euer Essen selber bezahlen sollt. Und ich würde da halt auch wirklich überhaupt nicht undankbar sein oder so. Weil... also ich hätte jetzt halt nicht damit gerechnet, dass meine Gastfamilie halt so das Essen bezahlt, wenn wir essen gehen. Aber macht ihr halt deswegen. Aber damit müsst ihr halt rechnen, dass ihr es selber bezahlt. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht drauf verlassen, so, oh, das bezahlt ja eh die Familie und so. Dann der Sport. Und ich muss sagen, für Fußball habe ich halt wirklich jetzt nicht ganz so viel Geld ausgegeben, wie ich für Cheerleading ausgegeben hätte, aber ist halt trotzdem Geld. Also ich glaube, ich musste irgendwie so 45 Euro für so Hose und Socken bezahlen. Dann musste ich noch, also Dollar jetzt, ne, Dollar. Dann musste ich irgendwie noch 40 Dollar dafür bezahlen, dass ich überhaupt Fußball spielen durfte. Dann brauchte ich natürlich noch so Klamotten für Fußball, also irgendwie so eine Shorts und ein T-Shirt und sowas alles. Ich meine, im Endeffekt so ein T-Shirt und ein Sporthose hat man eigentlich immer so dabei, aber muss man halt auch irgendwie so bedenken. Und meine Fußballschuhe. Ich meine, ich habe mir jetzt halt welche für 20 Dollar gekauft, aber ich brauchte halt auch noch so Shin Guards, also diese Knieschoner und sowas. Also Sport kostet halt auch Geld, aber es kommt halt auch irgendwie so immer... einen selbst an, was man dafür Sport macht. Also bei Cheerleading hätte ich halt wirklich so die ganze Uniform bezahlen müssen. Und ich glaube, das hätte irgendwie so 230 Dollar gekostet oder so. Und da war ich halt schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, man muss halt irgendwie auch ein bisschen abwägen, ne? Und ich habe halt auch mit einer Freundin gesprochen, die ist gerade in Alaska und sie meinte irgendwie, sie musste 80 Dollar für ihren Badeanzug bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist halt schon ziemlich teuer teilweise. Also Highschool-Sportarten können teuer sein. Und dann gibt es halt auch noch so Sachen wie oft gehe ich shoppen? Wie viel muss ich mir kaufen? Weil so teilweise in einigen Monaten habe ich halt wirklich gefühlt gar kein Geld ausgegeben. Also habe ich mir vielleicht irgendwie so mal so einen Pullover gekauft und war einmal irgendwie so bei Walmart und habe mir einen Bademantel gekauft oder so. Aber es ist jetzt halt nicht so, mehr habe ich halt nicht ausgegeben. Oder wenn ich irgendwie so mal bei so einem Football-Game gewesen bin, habe ich mir einen Hotdog gekauft. Aber so mehr habe ich dann in diesem Monat nicht ausgegeben. Aber dann gab es vielleicht noch so andere Monate, wo ich mir so irgendwie dachte so, ach, kauf dir mal ein paar neue Klamotten an dir. Und dann habe ich jetzt halt so ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Aber das Ding ist halt, solange es halt immer so ein... gesunde Balance hat. Also wisst ihr, so zu Hause könnt ihr halt auch irgendwie so 700 Euro im Monat ausgeben oder vielleicht mal irgendwie so 20 Euro im Monat. Das liegt ja immer total bei euch, deswegen hier im Ausland liegt es halt auch bei euch. Obwohl ich halt schon sagen würde, dass man hier im Ausland tendenziell immer mehr ausgibt, auch weil man halt hier so diese ganzen Erfahrungen machen möchte. Ich denke mal, das ist so ganz normal. Also vielleicht ist man hier immer schon so, ja okay, vielleicht nehme ich das dann doch mal mit, weil das haben wir ja in Deutschland nicht so, ne? Ja, das sind jetzt erstmal so die ganzen Kosten, die so auf einen zukommen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ich rede jetzt mal so darüber, wie man halt so generell die Finanzierung übernehmen kann oder wie man halt damit anfangen kann. Und ich würde halt sagen, das ist schon ein ziemlich großer Punkt und auch ein ziemlicher Knackpunkt. Und daran scheitert das halt auch oft, dass die Eltern überredet werden, weil es hört sich ja immer im ersten Moment so ganz toll an, so man geht ins Ausland und die Kinder werden erwachsen und alles Mögliche. Aber es ist halt schon so ein bisschen so... dann kommt so der Preis, so was kostet das Ganze denn? Dann ist so, ja, ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ich glaube, das können wir uns halt nicht so leisten. Mein erster großer Tipp, das ist halt wirklich so der größte Tipp, den ich euch geben kann. Bewerbt euch auf Stipendien. Das hat mich so gerettet. Ohne das Stipendium würde ich jetzt hier nicht sitzen, sondern dann wäre ich jetzt zu Hause. Und
was ich damit meine, bewerbt euch nicht nur so auf ein Stipendium. Ich habe es gemacht und es war ein bisschen dumm im Nachhinein. Aber bewerbt euch irgendwie auf alle Stipendien, die ihr finden könnt. Auch wenn es vielleicht in ein Land geht, das ihr jetzt vielleicht nicht so cool findet. Oder wo ihr erstmal seid, so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Aber bewerbt euch auf Teilstipendien, auf Vollstipendien. Bewerbt euch einfach auf alles, was ihr finden könnt. Weil im Endeffekt könnt ihr halt nur Glück haben. So was, das Schlimmste, was halt kommen kann, ist eine Absage. Das ist dann halt schon so ein bisschen blöd. Aber im Endeffekt bewerbt euch auf Stipendien, weil das ist halt wirklich so das, was euch irgendwie im Endeffekt retten kann. Also zumindest ist das, was mich halt gerettet hat. Und ich würde halt schon sagen, so Stipendien ist halt schon eine ziemlich coole Sache. Was ich euch da empfehlen kann, ist, dass es halt auch viele Stipendien gibt, die halt so über die Organisation funktionieren. Also ihr müsst euch halt zuerst für das Programm der Organisation qualifizieren und dann halt für die Stipendien. Also versucht einfach euch auf so viele Stipendien wie möglich zu bewerben, denn das ist im Endeffekt, so absagen könnt ihr halt im Endeffekt immer noch. Ich meine, das macht man halt normalerweise nicht, wenn man ein Stipendium bekommen hat, aber und wenn es nur 2000 Euro sind, das kann halt immer noch helfen. Nur 2000 Euro ist ganz schön viel Geld, deswegen, ja. Dann, was ich auch noch empfehlen kann, auch sowas so hilft, so die Eltern zu überreden, ist halt wirklich so selber mithelfen und denen halt auch zeigen, dass ihr das wirklich wollt. Also sucht euch zum Beispiel einen Nebenjob oder so oder spart halt auch und überlegt halt auch, ob ihr so Sachen wirklich braucht. Also so zum Beispiel vorm Auslandsjahr shoppen gehen, macht halt eigentlich wenig Sinn, weil wenn ihr hierher kommt, kauft ihr euch halt sowieso irgendwie noch viel zu viel Zeug. Und das Ding ist halt auch, es ist halt auch gut, weil einfach so ein paar schöne amerikanische Sachen haben oder australische Sachen oder kanadische oder was gibt es denn noch für Länder? Chinesische, japanische. Ist doch auch ganz cool. Ich meine, wenn man sich dann einfach mal so neu einkleiden kann und so. Deswegen würde ich halt einfach so die Monate, bevor ich ins Ausland gehen würde, einfach nichts kaufen und halt nicht so viel und halt nur so die Sachen, die man halt wirklich braucht. Ich meine, wenn dein Sportding jetzt kaputt gegangen ist, brauchst du halt schon eine neue, ne? Aber ob es jetzt Sinn macht, irgendwie so 10 Kleider mit in die USA zu nehmen, wenn ihr die halt vielleicht nur so einmal im Monat anzieht, dann weiß ich das jetzt auch nicht so, ne? Und ich würde halt versuchen, wirklich so mit Nebenjobs anzufangen. Weil selbst wenn das vielleicht jetzt irgendwie nicht so das Größte, selbst wenn es jetzt vielleicht irgendwie nicht so die größte finanzielle Hilfe ist, weil meistens verdient man halt als Jugendlicher jetzt nicht so viel. Ich meine, es ist halt immer noch besser als nichts. Und so, wenn man das halt mal so überlebt und dann mit Sparen, dann kommt halt schon eine relativ große Summe zusammen. Nur das Ding ist halt einfach, das zeigt halt auch euren Eltern, dass ihr engagiert seid und dass ihr das halt wirklich wollt. Und dann sind die Eltern halt auch eher bereit, euch finanziell zu unterstützen, als wenn ihr jetzt irgendwie die ganze Zeit nur im Bett rumliegt und am Handy seid und euch vielleicht irgendwie mal mit euren Freunden trefft oder so, aber sonst halt irgendwie nicht so wirklich aktiv was dafür tut, dass ihr ins Ausland kommt. Was ich sonst aber auch noch empfehlen könnte, ist vielleicht einfach so Weihnachts- und Geburtstagsgeld zu sparen oder halt generell irgendwie mal so Verwandten davon zu erzählen, halt zu sagen, dass es halt mit der Finanzierung ein bisschen schlecht aussieht und ob die vielleicht irgendwie bereit wären, irgendwie was dazu zu geben. Und was mir mein Lehrer empfohlen hat, das hat mir eher nichts so gemacht, als er nach Großbritannien geflogen ist. Haut einfach Verwandten nach Krediten an. Ich glaube, er hat irgendwie seinem Onkel irgendwie so jeden Monat 1 Euro zurückbezahlt oder so und das dann irgendwann abbezahlt gehabt. Also so für halt mehrere Jahre lang. Ich meine, ist halt immer so eine Sache, ob man das machen möchte oder nicht, aber es wäre halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten kann ich halt wirklich nur sagen, Stipendien, sparen und Nebenjobs. Das ist halt wirklich so das, was ich jetzt so sagen würde. Falls ihr es halt neben der Schule schafft. Ich weiß, viele Leute haben so Schulstress, ziemlich viel. Ich meine, ich habe G9, deswegen weiß ich jetzt nicht so zu und so. Aber dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ich denke, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr schafft das, ins Ausland zu kommen. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich drücke euch beide Daumen. Okay. Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells.